Moin! Ja, geil, das war super. Super. Beste Anmoderation. Tschüss. Ja. Also, ich bin der Scully. Ich bin der Baldur. Und ich habe mir gerade meine Waschmaschine da mir eingeschleudert. Habe ich das? Ich weiß nicht. In der Pause zwischen gestern und heute. Ich denke, das macht man. Vielleicht auch zweimal? Ist wichtig. Ist zweimal schleudern besser als einmal, ist die Frage. Ja, ist es. Weil mehr ist immer besser. Okay. So, du musst mir jetzt was Wichtiges beantworten. Und zwar, welches Level hat dieser Trainer? Der Trainer selber? 4. Und die Pokémon? Schätze mal 28. Jetzt hat er 50, pass auf. Der will gar nicht. Der will nicht. Guck mal, ich fahre gerade um den rum und will mit ihm kämpfen. Jetzt ist. Ah. Guck mal. Hast du Attacken auf Lager, die ein fliegendes Pokémon schlagen können? Nö. Heute nicht. Tschüss. Tschüss, Wim. Oh, oh, oh. Das wird schon heftig hier. Jo. Haben wir darüber nicht gerade noch gesprochen, also im letzten Part, dass die normalen Trainer einfach viel heftigere Pokémon haben? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da im Part drüber gesprochen haben oder vorm Part. Okay, das machen wir da jetzt. Hat der eine Wasserattacke, der Gummiente-Fisch? Der Gummiente-Fisch? Ne, der hat keine Wasserattacke. Polizist mit Doppelkick hat doch sehr Effektivität, oder? Mhm. Ja, dann machen wir das doch. Der Ice-Heap vielleicht von Super Eevee? Ist das nicht ein Stein-Pokémon, nur Regirock? Ja. Ist Eis nicht nur auf Boden effektiv und nicht auf Stein? Ich glaube auf beides. Ja, aber das Problem versuchen. Vor allem ist, wenn der jetzt eine Steinattacke hat, ist Super Illo sofort tot. Ich wechsle lieber, das ist mir hier alles... Ich mache heute einen Feigen. Ist schon viel gestorben in den letzten Parts. In der letzten Woche auch schon wieder 2 Pokémon, das muss nicht jede Woche sein. Okay, hätte man ausprobieren können. Aber das Ding hat schon sowieso schon eine richtig hohe physische Verteidigung. Das wird also schwierig, meinst du? Es wird wieder ein langer Kampf, das meine ich damit. Na, schauen wir mal. Ich glaube, Schaufler wäre auch ganz gut. Ja, ich glaube auch. Aber es geht. Es geht eigentlich. Es geht, ja, der macht das jetzt geil. Oh nein. Vielleicht kommt die Top-Genesung und dann... Oh, Top-Kick. Reden wir wieder über Waschmaschinen. Ja, ich hab da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Wir können das Thema gerne fortsetzen. Ist die Frage, ob das überhaupt spannend ist. Ist doch egal. Boah. Ich mach doch keine Let's Plays, damit die irgendwem, der das anschaut, gefallen. Das wär's ja noch. Also wirklich? Okay, gut. Wär ja völlig krank. Das Schlimme ist halt, wenn beim Schleudern dann nachher noch eine gewisse Restfeuchte übrig ist. Ne? Oder so Schaum, der dann noch überquillt. Ja, jetzt hat er meine Fähigkeit geklaut. Nee. Jetzt kann ich seine Genauigkeit nicht mehr senken. Das ist aber schade. Wofür steht eigentlich das M auf dem Kopf von Regirock? Für Maschendrahtzaun. Möglich wär's. Oder für Mario. Das ist der versteinerte Super Mario. Guck mal, jetzt hat er nochmal Adlerauge. Jetzt kann seine Genauigkeit erst recht nicht gesenkt werden. Adleraugen, ja. Ja, der hat jetzt. Genau, der muss das halt irgendwie 7-mal machen, weil jedes von diesen M-Knöpfen ist eins von seinen Augen. Der versteinerte. Boah. Weggebasht, Polizist MVP. Der versteinerte Mario Brother. Nein. Ja, jetzt ist er tot. So, und jetzt erlernt Super Illo eine Attacke, und zwar Aquawelle. Oh. Das ist doch gar nicht scheiße, glaube ich, ne? Ja, ist gut. Ich glaube, die verwirrt sogar sehr gut. Ich glaube, dann das ist tendenziell besser als Abgangsbund. Ja. Weil mit Abgangsbund, da schicke ich das wie sowieso in den Tod, das ist ja schlecht. Lieber so. Jo. Obwohl wäre das auch ganz lustig, wenn man das dann am Ende bei der Top 4 einsetzen würde. Als letzte Attacke. Ja, da will ich ja eigentlich genau. Dann irgendwann mein Glumanda einsetzen, das dann Explosion kann. Das kommt mir gut vor. Aber du musst ja noch deinen Glumanda umbenennen, ne? Richtig, ich habe es ja im Klimainstitut bekommen und darf es nicht... Also ich habe mir vorgeschrieben, ich darf es nicht trainieren, bis ich es umbenannt habe. Und ich habe es halt ohne Spitznamen bekommen und keine Möglichkeit bekommen, vom Spiel ihm einen Spitznamen zu geben. Das bedeutet, ich müsste erst wieder zurück nach Graphitport City zum Namensbewerter oder wie der heißt. Und da habe ich keine Lust zu. Da werde ich erst hingehen, wenn ich fliegen habe. Also erst nach der Arena. Jo, klingt gut. Wenn man das überhaupt umbenennen kann, weil es kommt ja von jemand anderem. Das wäre es ja noch. Ja.
Dann würde ich aber sauer. Dann wäre ich aber ein bisschen wild hier. Junge, 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 Junge. Junge, Junge, Junge. So, wer? Der. Der. Hast du den Baum etwa nicht gesehen? Doch, aber ich dachte, da unten wird er mich nicht sehen. Ich wette, du... Ja doch, ich wusste, wo du versteckt warst. Wer tarnt sich denn den ganzen Tag als Baum und hofft, dass so ein Scully vorbeikommt, selbst wenn es regnet? Jemand, der einen Torgetic hat und Nicodemus heißt. Die Namen in Pokémon sind so absurd. Wurden jetzt auch gerandomized, oder? Ich hatte es mir erst überlegt, aber ich habe dann gesehen, dass in anderen Let's Plays so ein bisschen ausartet, dass dann jeder Gegner, jeder Arenaleiter nur Teenager Sue heißt oder sowas. Und dass dann irgendwie im Endeffekt nur 4 verschiedene Namen sind. Das war mir zu blöd. Gelinde gesagt. Ja. Aber ich finde das so eigentlich ganz okay. Wobei ich hatte überlegt, wenn ich das hier mal irgendwann fertig habe und dann nochmal eine Pokémon-Nuzlocke mache, es gibt die Möglichkeit, im Randomizer einzustellen, dass alle Pokémon nur die Attacke Metronom erlernen. Wow. Das wäre dann nochmal so ein bisschen wilder. Das sind dann aber extra lange Kämpfe, glaube ich. Das ist das Problem. Ja, ich glaube, das würde ein bisschen langatmig, dieses Projekt. Hast du schon eine Edition ausgedacht, die du dann nehmen würdest? So halb. Oh je. Jetzt muss ich erstmal hier ganz kurz mir überlegen, was ich jetzt gegen Stalos mache. Aquabälle. Voll in die Fresse. Okay. Gift ist ja nicht so schlimm, ne? Wahrscheinlich überlebe ich jetzt mit 3 KP und das Gift tötet mich. Ich kenne das. Ui. Zauberblatt. Das muss ja komisch aussehen. Aus diesem Stalus kommen Zauberblätter raus. Sauberblatt, das wäre doch voll der gute Name für ein Klopapier. Ja. Das Zauberblatt. Ja, nee, ich hatte mir überlegt, Pokémon Feuerrot, Blattgrün, also Blattgrün entweder zu machen. Oder wenn ich dann, also ich möchte auf jeden Fall eine, denn halt so ein bisschen chronologisch weitergehen. Carpador. Das ist jetzt bestimmt voll overpowered, weil es randomized Attacken hat. Läuterfeuer. Ich habe ein bisschen Angst. Hatte ich nicht sogar mal einen Carpador? Ich überlege gerade. Nee. Glaube nicht. Ich wechsle mal. Ja, oder wenn ich halt dann die nach Blattgrün mache. ja. Hat overpowered Attacken. Okay, oder auch nicht. Wahrscheinlich ist der Spezialangriff von Carpador einfach so scheiße, dass das keinen Schaden macht. Es war ja nur eine Attacke. Und nochmal die Attacke. Ja, das ist Lifestyle. Ja, der rallt. Das Carpador nennt man rallt. Rallen. Ja, Diamant würde ich dann, glaube ich, machen, wenn. Oder Platin, habe ich mir noch nicht überlegt. Ich habe nämlich diese Generation noch nie gespielt. Und da möchte ich eigentlich dann nicht so fancy Unsinn machen, sondern die so ein bisschen mehr den Ursprüngen entsprechend spielen. Also vielleicht als Nuzlocke, aber ohne Randomization. Weil ich das Spiel mal kennenlernen möchte, weil ich es, wie gesagt, noch nie gespielt habe. Ja. Ich weiß nicht, hast du die 4. Pokémon-Generation gespielt? Ja, und ich habe sie geliebt, um ehrlich zu sein. War gut? Deine Lieblingsgeneration? Das war so die letzte Generation, die ich wirklich aktiv gespielt habe. Okay. Deine Lieblingsgeneration war hier auch Rubin Saphir, ne? Heiß. Genau. Ja, naja, gut. Die ist ja auch geil, ne? Ja, die Musik vor allem. Ja, die geht einem auch gar nicht auf den Sack, wenn man dann 5 Stunden vor den Top 4 levelt. Naja. Was? Naja, wurde ja immer sehr stark kritisiert bei dem Remake, was jetzt rausgekommen ist, mit Alpha Saphir und Omega Rubin. Mhm. Und da gab es ziemlich viele Feinde von der Musik, was ich aber echt nicht verstehen kann, weil ich liebe die total. Es war einfach Kindheit. Das stimmt. Aber ich habe die Remakes mir ja auch geholt. Ass Trainer. Strutting that ass. Marianne. So Damn. Long, Marianne. Ja. Fanpie. Politicist. Ich habe mir die auch geholt. Ich habe mir extra sogar ein 3DS damals geholt, als XY rausgekommen ist. Aber ich spiele die Remakes nicht so gerne wie die alten Spiele. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist mir da zu blöd. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man mit dem EP-Teiler nach 2 Stunden Spielzeit so hart overpowered ist, dass es überhaupt keine Herausforderung mehr ist. Ja, das stimmt. Ich habe mir auch X geholt. Mhm. Und naja, dieses ganze 3D war auch nicht so meins.
Ja, das fand ich eigentlich, also in XY fand ich das sogar noch ganz cool. Also das Spiel habe ich echt noch ganz gern gespielt, aber irgendwie ein Spiel, das man sowieso schon fast komplett kennt. Also so viel war jetzt in Omega Rubin und Alpha Saphir von Anfang an auch nicht neu. Das dann einfach in aufpoliertem Stil zu haben und vor allen Dingen in noch einfacher, also die Spiele waren ja jetzt auch nie wirklich schwer. Das war mir irgendwie jetzt ein bisschen zu blöd. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich bin jetzt, glaube ich, sogar im Let's Play weiter als in den Remakes. Naja. Egal. In XY habe ich das lieber. Das habe ich sogar durchgespielt. Das fand ich dann doch irgendwie noch ganz cool. Ja, aber das mit dem EP-Teiler hätte man echt ganz gerne mal ausgestellt. Irgendwie, dass es wieder so auf normalen EP-Teiler umswitcht. Genau, das hätte ich gerne gehabt als Option. Man konnte den ja komplett ausstellen. Aber, naja, das ist irgendwie schlecht, weil der ist ja schon ganz gut. Ja. Aber ihn so ein bisschen ausstellen, so, wäre schon nicht schlecht gewesen. Ich glaube, man schafft es auch ohne, also das durchzuspielen. Das ja. Ist so kinderleicht gemacht, so ein bisschen, damit das auch an die noch jüngere Generation rankommt. Ich weiß nicht. Ach ja. Die Kinder, denen wird auch nichts mehr geschenkt, wenn ich mir vorstelle, die Super Nintendo-Generation, die musste dann irgendwie mit die Schlümpfe oder Asterix und Obelix aufwachen, was so richtige Nazi-Spiele sind und wie Sporn wird, ey, du bist mir eine. Und wir, also wir hatten es ja schon ein bisschen einfacher, ich weiß nicht, was so deine Kindheitsspiele waren, wahrscheinlich auch Pokémon. Ja, Pokémon Colosseum. Ja, genau. Meinst Stadium du? Hieß es ja damals noch. Stimmt, stimmt. Pokémon Colosseum war irgendwie voll absurd. Da konntest du doch irgendwie die Pokémon von anderen Trainern klauen, oder wie war das? Genau, weil die böse waren und die hatten eine böse Aura und die musste man dann wieder befreien, so ziemlich davon mit Celebi. War irgendwie, naja, ich weiß nicht. Das habe ich nie durchgespielt. Ich habe das auch mir nur mal ausgeliehen, aber. Hatte sogar die Option, später Ho-Oh zu fangen. Das war cool. Und das dann auf der Rubin Saphir Edition zu übertragen, oder was? Genau, wollte ich immer machen, aber habe es irgendwie nie geschafft, weil es war unheimlich viel Aufwand und man musste da die ganze Zeit langweilige Kämpfe machen, die aber extrem lang wegen den Animationen gedauert haben. Und die konnte man wahrscheinlich nicht ausschalten? Nee, leider nicht. Das ist schlecht. So, was ist denn hier hinter? Irgendwie läuft's gerade, ne? Also ich muss sagen, ich hatte mehr Angst vor den Trainern, die hier so stehen. Wilbier. Wilbier, soll das eine Williams-Birne sein oder was? Diese Früchte, die Beeren sind ja immer nach irgendwelchen Früchten benannt. Wie die Bier. Ja, das will ich auch. Ich bin auch eine Bier. Das ist gut. Die Wildbier. Wildbierbeere. Ja, das bin ich auch. Ich bin auch eine Wildbierbär. Ich finde, dieser Baum, der guckt auch so komisch, ne? Der guckt schon so, als würde er Bier wollen mit seinen leeren Augen holen. Face, das stimmt. Oh mein Gott. Mach das weg. Wildbierbeere. Ich möchte auch hier hatte ich immer meine Geheimbasis, weil ich das super fand, dass man da direkt seine Beeren hatte. Aber im Endeffekt waren die Geheimbasen in Rubin und Saphir total nutzlos, oder? Ja, irgendwie schon. Aber war immer ganz cool eigentlich, so die einzurichten und alles. Also, habe ich früher voll gerne gemacht. Das stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, im Remake habe ich mir auch eine gebaut. Da ist es ein bisschen cooler, dass man da halt gegen Leute kämpfen kann und so ein bisschen Sachen machen kann, aber ich finde auch, kann man seine Geheimbasis anfliegen im Remake, weißt du das? Im Remake? Weiß ich das nicht. Nee, ich glaube nicht. Das hätte ich nämlich immer voll gern gehabt. Dann wäre das nämlich voll die geile Geheimbasis. Du hättest dir da deine hier Bärenplantage aufgebaut und könntest da immer. Och, der hat auch noch Sporenwirt. Alter, ich nutze jetzt keine Gegengiftbeere mehr. Langsam reicht mir das hier, aber. Giftdorn. Also wirklich. Frech. Erst Zauberblatt und jetzt Giftdorn. Ja, wir kennen immerhin sein Moveset. Nein, ja, doch, dann hätte man da so seine Bärenplantage gehabt. Ich hätte auch gerne das noch gehabt, dass man in seiner Geheimbasis so eine Pokémon-Heilungsmaschine aufbauen kann. Ja. Auf jeden Fall. Dann halt sich wirklich so eine Sachen machen, da reinbasteln kann, die wirklich nützlich sind. Sowas wie Minecraft quasi. Dann hast du deine eigene Plantage da drin. Genau, deinen eigenen Hühnerstall oder sowas. Genau, dann lässt du die da poppen und dann, ja.
Genau. So wird das dann. Dann kommt, oh, warte mal, das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Nicht das. Ist ja doch genug, oder? Ja, aber man muss es ja nicht heraufbeschwören. Heute gehen wir auf Nummer extra sicher. Das ist. Wir kämpfen ja immerhin auch noch gegen Wiebke irgendwann. Stimmt. Ach, ja. Das wird schon riskant genug, glaube ich. Die habe ich vollkommen vergessen. Ja, die haben wir schon fertig. Die Arena ist schon durch, oder was? Naja. Einfach rausgegangen und... Okay. Ah, jetzt habe ich gegen mein Mikrofon getreten. Das war schön. Das mache ich immer gerne. Auch ganz gerne, nicht zugeben. Das ist einfach ein befreiendes Gefühl. Das ist genauso wie das Gamepad wegschmeißen. Ganz normal. Deswegen, ich habe jetzt, musste jetzt mein Gamepad wechseln, weil ich glaube, ich habe das zu oft weggeschmissen bei irgendwelchen grausamen Super Mario World Hacks. Gott. Auf der Wii, oder? Hier Emulator-mäßig. Ach so. Ich würde ja gerne diesen neuen Mario Maker haben. Ich auch. Aber momentan hält mich davon die Klausurphase so ein bisschen ab. Ja, und mich meine Finanzen. Ich habe keine Wii U. Das heißt, ich müsste irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro latzen für das Spiel plus Wii U. Das ist doch ein bisschen happig, ne? Ja, für ein Spiel. Ich meine, gut, wenn ich eine Wii U dann hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch noch Smash Bros. Holen und Mario Kart und all die Spiele, die man halt so hat. Aber reicht, dass ich mir den 3DS nur für Pokémon geholt habe. So, letzter Kampf jetzt für diesen Part, würde ich sagen. Alles klar. Moin. Ich bin fit. Ich bin sowas von fit. Ich wollte heute eigentlich zum Sport und hab's dann nicht gemacht, sondern Bier gekauft. Das passiert mir auch jeden Tag. I hate when that happens. Eigentlich hasse ich's nicht. Ingeborg. Ingeborg. Eine Geburtstags-CD. Du hast noch nie Frank Zander gehört? Musst du mal machen. Frank Zander-Werbung. Der Gauner. Oh, Luftstoß ist gefährlich, ne? Aha. Ja, geht. Ja, ein Volltreffer und Polizist ist jetzt weg, ne? Ja. Als wird das passieren. Komm, easy going. Also nur ein Nuzlocke. Ach, komm. Ach, jetzt Top-Genesung, okay. Wird ein langer Kampf wieder. Wieso haben die eigentlich schon alle Top-Genesung und ich kann das nirgendwo kaufen? Weil das Ass-Trainer sind. Ja. Die bezahlen mit Ass. Ist voll schlimm. Gehen rein in den Laden, sagen 5 Top-Genesungen, geben Ass. So ist es leider. Ja, das ist leider tatsächlich eine brutale, ausbeuterische, kapitalistische Gesellschaft in Pokémon. Das weiß man nicht. Aber es ist so. Das ist genau wie bei SpongeBob. Früher hat man die ganzen Witze nicht verstanden, aber wenn man ganz genau drauf achtet mittlerweile. Ice Heap. Und Polizist will jetzt auch Ice Heap erlernen. Das heißt, er hat jetzt wieder so ungefähr das gleiche Moveset wie, ich mache Eulentausch jetzt weg, das ist Quatsch, wie die Super Elo. Also nicht ungefähr, doch ein bisschen. Hier, Ice Heap haben die beide. Ja, ja. Ungefähr. Oh Gott, Almighty Helix. Abverloren. Scheiße. Das ist jetzt schwierig. Flammenrad? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Uber? Ein was? Ein Uber, ein Juba oder wie man die auch immer nennt. Ach, diese übertriebenen Viecher. Genau. Viecher. Darf man nicht in Turnieren einsetzen. Da gehört der Helix wahrscheinlich dazu, ne? Ja, bestimmt. Hat er da eigentlich so Tentakeln oder hat er einfach nur einen fetten Schnurrbart? Ich wünschte, es wäre ein Schnurrbart, um ehrlich zu sein, aber die Augen sind schon allein das Beste. I've watched enough hentai to see where this is going. Oh, der überlebt halt, jetzt kommt gleich wieder Top-Genesung vom S-Trainer. Ja, und jetzt auch noch eine Psycho-Attacke, jetzt stirbt auch noch der Polizist, kein Thema. Ja. Hat Doppelhieb, genau, der ist hart drauf. Doppelhieb eigentlich eine garantierte Trefferwahrscheinlichkeit? Ja, na dann ist das ja kein Problem. Dann machen wir das doch. Wunderbärchen. Aber Polizist gefällt mir eigentlich ganz gut tatsächlich. Macht schon was her. Ja, hat auf jeden Fall viel KP. Das ist hier ein bisschen, jetzt sitzt mir aber langsam ein bisschen zu wild hier. Ja. Mache ich jetzt Ice Heap und gehe das Risiko ein? Nein. Oder erstmal einen Supertrank und dann Ice Heap? Ja. Jetzt kommt hier
Airo Ass. Nö. Womit will mich das Vieh denn umklammern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit den coolen Haaren. Der hat aber wirklich eine sehr schicke Frisur. Ja, ne? Ein Kommilitone von mir hat wirklich genau diese Frisur. Was? Hydropumpe? Der hat Zuschuss eingesetzt und das sollte dann Hydropumpe werden und hat nicht funktioniert. Was macht denn nochmal Zuschuss? Ist das nicht irgendwie eine Attacke von einem Pokémon ein, das in deinem Team ist oder sowas? Genau, irgendeine Random-Attacke wird da, glaube ich, eingesetzt. Das wäre jetzt voll gemein, wenn der jetzt Zuschuss eingesetzt hätte. Aber Zuschuss wäre ja voll witzig, wenn man dann ein Pokémon im Team hat, das Explosion hat und dann in der Nuzlocke ist und auf einmal stirbt das weg. Wäre echt witzig. Ja, es geht so. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal hoffe ich dann, dass wir die letzten wenigen, also ich habe jetzt gerade Kraft eigener Arroganz entschieden, im Team bleiben, jetzt für den Arenaleiter, die Arenaleiterin, muss man ja streng genommen sagen. Polizist, Gummiente, Tabaluga und Super Illu. Ryanair fliegt raus. Die Top 4 quasi. Genau. Und dann müssen wir nächsten Part noch ein kleines wenig leveln, aber ich hoffe, dann haben wir's und können dann übermorgen zur Arenaleiterin. Was hältst du davon? Rallen ist Lifestyle. Oh ja. Bis denn. Tschüss.